Als erstes wird beim Verkehrsunfall die eine Stelle abgesichert. Das ist auf der Straße an jedem Anfang und Ende. Dann mit Verkehrsleitkegel die Straße dicht macht, um die einsatzkräftigen fließenden Verkehr zu schützen. Haben wir schon eine Plane ausgelegt, haben dann unsere Rettungsgeräte, in dem Fall eine Schere und Spreizer, abgelegt und einen Rettungszylinder. Die nötigen Rettungsgeräte bei der Hand zu haben. Los, schon der Anfang. Unfall der Fahrzeuge blockiert hier sicher. Bauschiebeflöcke, damit es nicht wegrollen kann und nicht weiter rollen kann. Wir wollen hier eine patientengerechte Rettung durchführen. Wir wollen durch unsere Arbeiten die Patienten noch verletzen. Außerdem wird von einer weiteren Truppe eine zweifache Löschbereitschaft, sprich Wasser und Pulver hergestellt. Hier sehen Sie, eine Schlauchleitung wurde ausgelegt. Jetzt sehen Sie den Einsatz des Spreizers am Fahrzeug. Er hat eine Spreizkraft von 32 kN, etwa 23 Tonnen. Der linke Rücken hier presst, damit wir eine Tür schaffen. Als erstes wird nämlich eine Versorgungsöffnung geschaffen, damit die Feuerwehrleute bzw. der Rettungsdienst in Nord erste Hilfe leisten können und der Patienten weiter versorgt wird. Abgebetriebenen Rettungsgeräten mit kurzen Damen. Wir können mit diesen Geräten etwa 20 Minuten arbeiten, bevor wir den Akku wechseln müssen. Nicht erschrecken. Wie Sie sehen, wurde die Tür an der Scharnierseite aufgespreizt. Die Tür zur Versorgung des Patienten ist damit geschaffen. Ausdeckung,
heute mal zu viel haben, auch so stark. Es haben die Kameraden, die verletzte Person und Auto im Autoknopf gerettet. Und wird jetzt dabei nicht zu gehen. Die Übung ist damit beendet. Ich bin mit den Kameraden zum Abbau fertig.